Hey ho, in Zeiten von und hast du nicht gesehen, werden wir uns mal ganz wieder auf die einfachen Sachen konzentrieren und machen heute mediterrane Hähnchenschenkel und wie gesagt, ganz einfache Sachen werden wir das ganz einfach würzen mit diesem Medikopter. Ja, und wenn wir schon bei diesen Kerlchen hier sind, beim McAllister, der hat letztens ein Video gemacht. Ja, und das probiere ich heute mal mit einem Hähnchenschenkel aus. Ob es was wird, ob es schmeckt, keine Ahnung. Ich werde das Ding auf alle Fälle dann aufessen. Und ja, schauen wir mal. Gehen wir rüber, viel brauchen wir ja nicht. Die zwei, die Hähnchenschenkel. Ja, und dann ziehen sowieso erst einmal die Gewürze ins Fleisch ein. Ganz kleine Übersicht noch, ich sag dir absolut einfach und naja, ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen, weil die Sonne so hier so ganz schön reinblendet. Die Hähnchenschenkel, Medikopter, Maggi, Schüssel und eine Tüte für den einzelnen Hähnchenschenkel. Schatz hat schon Angst gehabt, ich mache mehr, aber nein, ich mache wirklich nur einen für mich zum Probieren. Und wir werden jetzt hier die Hähnchenschenkel ein klein bisschen einritzen. Hat natürlich den Vorteil, dass auch das Gewürz hier besser reinkommt. Und wenn alles klappt, haben wir nachher auch noch eine schöne Optik. Na? Das machen wir mit allen. So, und du bist auserkoren fürs Maggi. Ja, dann können wir uns die eigentlich schon in unsere Schüssel reinlegen, dass wir keinen so Gewürzverlust haben. So, selbst die Handschuhe spüle ich kurz einmal ab. Ihr wisst ja, wegen Hähnchen und Salmonellen und Co. So, und jetzt tun wir hier diese Hähnchenschenkel ringsrum großzügig würzen. Den letzten Flatteräumel hauen wir gleich in unsere Tüte rein. Und da hauen wir jetzt einfach ein Maggi rein. Schwupps, ist die Tüte da unten schon undicht. Leck mich doch am Ärmel. Dann müssen wir halt nochmal umbauen. Ja, da hat der scharfe Knochen die Tüte durchstochen. Kann man jetzt leider nicht ändern. Jetzt ein klein bisschen vorsichtiger, durchgewalkt haben wir es ja schon. Ja, komm. Ein paar Spritzerle. Dann tun wir uns vorsichtig hier die Luft jetzt ein bisschen rausdrücken. So dass der Übeltäter hier, genau der hier war, uns die Tüte nicht wieder durchsticht. Schließen wir den und legen den jetzt einfach damit rein. Kann nichts passieren. Ist ja in der Tüte. Deckel drauf. Ja, und noch circa eine Stunde oder zwei, je nachdem wie viel Zeit man hat. Können auch 3, 4, 5 Stunden sein. Einfach nochmal ab in die Kühlung, dass eben die Aromen so richtig schön ins Fleisch einziehen. Und nachher sind wir uns dann draußen am Grill. Was wird es dazu geben?
Mein Schatz hat sich angeboten, ja, ein paar leckere Rosmarinkartoffeln hier herin dazu zu machen. Gut, Leute, wir sehen uns nachher draußen am Grill. So, Freunde, es ist soweit. Die Kohlen sind durchgeglüht. Ich habe wieder im hinteren Bereich nur die Kohlen. Ein Anzündkamin, so wie immer. Rest wird ja abgelöscht und wiederverwendet. Ja, und auf, guck, Deckel auf. Und hier haben wir jetzt unsere Hähnchenschenkel. Dann fangen wir zuerst mit dem Maggi-Schenkel an. Nochmal ein bisschen durchkneten. So. Ich bin ja echt gespannt, ob der nachher auch schmecken wird. Ein bisschen drüber schütteln, schütten, nicht schütteln. Plopp, da fällt die Hälfte am Boden runter. Aber keine Angst, das waren keine Hähnchenschenkel. Das war die Grillbürste. Ja, und dann die mediterran gewürzten. Tun wir natürlich auch hier im indirekten Bereich. Heißt einfach nur Deckel zu und grillen. Wir werden die nachher natürlich noch mal drehen und wenden. Das Übliche einfach. Aber dazu hole ich euch wieder hinzu. So, nach 20 Minuten gucken wir mal schnell rein, ob sich was getan hat. Puh, schöne Hitze kommt raus und naja, nicht viel. Weiter grillen. Einfach mal zwischendurch drehen, weil Haupthitze kommt ja von hinten und ja, weiter grillen. So, dann gucken wir mal wieder. Ja, so langsam werden sie. So im 20-Minuten-Takt schaue ich gerade nach, aber es dauert halt noch. So, Freunde, also wenn ich jetzt hier reingucke, mir die Kohlen da hinten anschaue, muss ich sagen, Profagus, was habt ihr dieses Jahr für eine Charge rausgebracht? Die habe ich mir gestern frisch geholt. Da war eine niegelnagelneue Palette bei uns im Baumarkt. Und bin enttäuscht. Jetzt habe ich noch ein paar Kohlen angefeuert. Noch ein paar Cubes von Mac Briquett. Einfach, dass wir noch ordentlich Dampf reinbringen. Dass die schön knusprig noch werden. Hoffe ich zumindest. So, hinten schnell noch. Eben, wie gesagt, noch ein paar Kohlen dazu, dass ich ein bisschen mehr Hitze drin kriege. Jetzt lasse ich zusätzlich hinten noch einen kleinen Spalt offen. Das habe ich mal in Tipps und Tricks erzählt. Einfach, dass hinten die Luft schön durchzieht. Dann heizt das Ding nämlich nochmal so richtig auf. So richtig, richtig auf. Und ja, dann wird oder werden die Hähnchenschenkel hoffentlich so richtig schön knusprig. So, Freunde, es hat geklappt. Einen kleinen Hitzeschub haben sie jetzt noch bekommen. Und naja, hundertprozentig knusprig nicht, aber doch lecker zum Essen. Und ich bringe jetzt die Creme hinein. Danach komme ich wieder raus, hole die Hähnchenschenkel und dann sehen wir uns drinnen. Da sind sie jetzt. Und wer sich fragt, warum ich die nicht direkt auf die Kohlen gelegt habe, ganz einfach, ich wollte nicht, dass die Gewürze komplett verbrennen. Also bei dieser mediterranen Gewürzmischung wäre das ruckzuck passiert. Ja, und ich und oder mein Schatz werden jetzt die Teller anrichten und dann gibt es ein schönes Probiererle von mir. Mhm. So, meine Lieben, und so sieht das Ganze auf dem Teller aus. Rosmarinkartoffeln mit Zucchini, ein bisschen Salat und ja, jetzt werden wir mal probieren anfangen. Ich
So. Zuerst fangen wir mit den mediterranen Hähnchen an. Man hätte jetzt zusätzlich noch ein bisschen Salz drauf tun können, aber kann man immer noch. Meine persönliche Meinung. Und jetzt probiere ich mal dieses Maggi-Hähnchen. Schau mal, ob man diese Idee vom McAllister weiterempfehlen kann, Fleisch oder ähnliches mit Maggi zu würzen komplett. Naja. Halt. So übel ist es gar nicht. Der schmeckt eigentlich richtig gut. Aber hallo. Und wenn ich mich nicht täusche, ist ja Maggi sowieso hundertprozentig natürlich. So, noch die Rosmarinkartoffeln mit der Zucchini. Schatz, was hast du da alles draufgehauen? Salz, Paprika, Rosmarin. Okay. Passt wunderbar, super. Der Salat schmeckt eh immer, wenn mein Schatz macht. Ja Leute, dann haben wir das Fazit ja eigentlich auch schon durch. Wie schmeckt es euch? Lecker. Sehr lecker. Ah, okay. Fazit durch, Video durch. Wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich ein Däumchen freuen. Wenn ihr einen Zweitkanal habt, noch ein Däumchen. Und ja, nettes, freundliches Kommentar natürlich auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschaikowski.